So! Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe euch jetzt... Oh nein. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich die Ohren rausgebrüllt. Scheiße. kurze Zusammenfassung für Leute, die vielleicht weg waren. Wir haben den Endgegner getötet, aber ein letzter RNG-Feuerfunke, den keiner ahnen kann und verhindern kann, hat uns dann noch in Flammen gesetzt. Was im Grunde genommen bedeutet, wir hätten nur noch 10 Sekunden leben müssen und hätten dann speichern können. Aber nein! Wir müssen noch mal bis dahin spielen. Unmotivierter Jumpscare. Tut mir leid. Ich habe einfach dieses Spiel gesehen und dieses Szenario, dass ich tot vor dem Ende liege und... Irgendwie musste ich da in schallendes Lachen ausbrechen. Vermutlich einen Verteidigungsmechanismus meiner Psyche oder so. Fuck. Welcome to the jungle. Ob man von links an dieses Secret kommt, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ach Leute, wir waren am Ende. Schinken. Kevinchen, danke schön für deinen lieben Sub. Wir waren einfach am Ende. Ich glaub es nicht. Ich raff es nicht. Es war einfach der Endboss. Ja, wir sind weiterhin am Ende. Irgendwie schon. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber... Damit habe ich ja gerechnet. Sonst wäre ja auch die Challenge irgendwie langweilig. Ich habe das noch nie so rum gemacht. Aber es ist eigentlich besser. Zumindest schneller. Ich mache das erste Level jetzt einfach mal auf Speedrun. Einfach mal schauen, wie schnell ich sein kann. Ohne Übung. Ab dem zweiten würde ich dann aber auf sowas verzichten, weil ist relativ schwer, dieses Level. In diesem Dschungel verfault man ja von innen heraus. Ja, das stimmt. Ups, macht nix. Tod durch Verbrennen, kein Schrei. Nein, ich war so stinksauer, ich bin einfach direkt in die Pause gegangen. Ich war zu wütend, um darauf zu reagieren. Weil, wie absurd war denn das bitte? Ne, hier fehlt was. Hier fehlt ein Item. Da, genau. Sehr gut, der neu eingestellte Tiger macht jetzt Damage.
La 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 la. Scheiße. Ups. Affe, wo gehst du hin? Es hat doch keinen Sinn, vorzugehen. Das Lied ist das beste Lied in diesem Spiel, um ehrlich zu sein. Whoops. Osmose? Bist du noch motiviert? Wenn ich jetzt nochmal bei Toni sterbe, dann höre ich auf. Aber ja, noch bin ich motiviert. Also mit höre ich auf, meine ich dann. Höre ich für immer auf zu streamen. Nein, dann geht's im nächsten Stream weiter. Welche Typen meinst du? Meinst du die Unterwassertypen? Die kann man mit der Bordkanone des Fahrzeugs töten. Die nicht als Harpunengewehr zählt. Zumindest glaube ich das. Falls nicht, dann muss ich irgendwie eine Ausnahmeregelung erfinden. Weil sonst wäre die Challenge ja unmöglich. Oh Gott, Let's Gate. Wie schlimm wird eigentlich Let's Gate? Ich weiß gar nicht, mit welchem Kontinent ich anfange. Ach, die am Anfang, die freundlich sind. Ich muss alle Gegner triggern, die es gibt. Also auslösen, die es gibt und sie dann töten. Und ich habe eben schon gesagt, per Definition sind Freunde in diesem Spiel eigentlich auch nur Gegner, die man noch nicht ausgelöst hat. Deshalb, ja, die werde ich dann einfach anschießen und dann töten. Erlaubt ist das vielleicht, aber es ist halt nicht möglich, Maslisches. Ja, den habe ich beim letzten Mal erst vergessen und deshalb musste ich nochmal komplett zurück. Diese Scheiße, Mann. Wir waren bei Toni. Wie scheiße ist mein Leben gerade eigentlich? Also ich meine seit etwa 2 Stunden. Wie scheiße ist mein Leben eigentlich? Was war das eigentlich für eine Situation in meinem Leben, in der ich mir so dachte, hey, mein Leben ist zu schön, lass mal scheiße wie diese hier anfangen. Ach, es ist schon okay. Ich glaube, Herr X-Tech... ich weiß gar nicht, ob... Also, RX-Tag, ich könnte mir halt vorstellen, dass bei 100% Run in RX-Tag die Summe des erzwungenen Schaden höher als 100% ist. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Falls dem so ist, muss ich mir da was überlegen irgendwie. So, jemand hatte eben gefragt wegen der zweiten Route, die es hier gibt. Jetzt kann ich sie zeigen. Man kann halt hier oben hin
das machen. Dann öffnet sich da hinten die Tür und wenn man da jetzt durchläuft, ich weiß leider nicht, ob die sich hinter einem schließt. Aber ich glaube, selbst wenn sie das tut... Ah, ja klar. Ich glaube, selbst falls sie sich schließt, kommt man ja wieder zurück. Ups, was mache ich denn? Jo. Zack. Mal kurz hoffen, dass sie sich nicht schließt, weil das wird sonst ein bisschen nervig. Aber das ist halt diese Passage hier über die Bäume. Und hier würde man dann entlang springen, würde da an dem Teil sich festhalten und würde in dem Pool-Areal landen. Oh, bitte sei noch offen. Ja, super. Das ist halt der schnellere Weg. Und der langsamere ist aber auch nicht wirklich viel langsamer. Die Big Box aus MGS. Ist das eben wirklich passiert? Bin ich wirklich bei Toni gestorben? Scheiße. Naja. Lala. 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 Ah, nur Lara ist bei Toni gestorben. Nicht ich. Okay, gut. Glück gehabt. Big Bob. Big Boobs. Der gute alte Big Boobs 1996. Bei Toni gestorben. Naja. Teduva, wir waren bei Toni, dem Endboss von Indien. Nachdem ich ihn besiegt hätte, hätte ich direkt speichern können. Aber er hat mich in Flammen gesetzt und deshalb habe ich an dieser Stelle in den letzten 10 Sekunden des Runs, wenn man so will, alles verloren. Alles. Einfach alles. Na gut, nicht alles, aber den Fortschritt in diesem Spiel halt.
Ah ja, ich muss den Tiger noch. Ich bin auch froh, wenn wir aus Indien raus sind. Ja, sind ja nur noch 3 Level. Darunter der fucking Ganges. Achso, das ist tatsächlich nicht die Casual-Route. Achso, ja, das mit dem Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich nicht die normale Route, die man nehmen würde, sondern ich gehe praktisch bis kurz vor Ende des Levels und dort gibt es normalerweise ein sehr umfangreiches Rätsel. Aber dort sind keine Items oder Gegner. Deshalb gehe ich am Ende des Levels kurz wieder zum Anfang zurück und nehme praktisch die Speedrun-Route bis zum Ende. Das ist schneller. Ich meine, es geht zwar nicht auf Zeit, aber ich habe keine Lust auf dieses Rätsel. Weiß gar nicht, wie viel man spart. 1-2 Minuten. So, yay, wir sind wieder in der Tempelruine. Oh Gott, wie konnte das nun passieren? Ich bin's hungrig. Von diesem hier. Es gibt am Ende... Wow! Entschuldigung. Es gibt am Ende diesen Raum mit dem Pool, mit dem Wasserstandsrätsel, Rätsel in Anführungszeichen, setze ein paar Items ein und das überspringe ich einfach. Hey Tempelruine, alter Freund. Ihr müsst euch halt vorstellen, die Schlange hat mich eigentlich gebissen, aber sie hat mich nicht getroffen dabei. Es passiert manchmal und ich bin gerade sehr dankbar drum, weil sonst hätten wir direkt wieder im Dschungel anfangen können. Drei Schlüssel? Sind das 3 Schlüssel? Ich bin bei Toni, dem... Das ist sehr doof. Könnte aber schlimmer sein. Ich bin bei Toni, dem Endboss von Indien, gestorben. Deshalb, Bernie, mit 100% ist halt gemeint, alle Gegner, die möglich sind. Die Typen am Anfang des Hochsicherheitstrakts kann man mit Wasser töten. Tatsächlich. Also die kann man töten, die Gefangenen. Aber in der Mitte sind nochmal 3 Gefangene. Einer davon ist einfach unsterblich. Und die anderen beiden kann man nicht töten. Man hat halt einfach keine Waffen. Deshalb bleiben die am Leben. Es ist theoretisch möglich, die anderen beiden von einer Wache töten zu lassen. Das ist dieses Szenario. Ihr kennt das vielleicht noch aus dem Speedrun, wo diese Wache gegen die 2 Gefangenen tötet. Im Prinzip müsste man halt beten, dass die Wache beide Gefangenen tötet. Man selbst lässt dann den unsterblichen Gefangenen frei und der tötet die Wache. Nur... Das ist so viel RNG, ich habe da keine Lust drauf. Es ist eine theoretische Möglichkeit, aber das wollen wir alle nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Glaube ich zumindest.
Hoffe ich zumindest. Wie ihr guckt Streams, das ist aber irgendwie albern. Der unsterbliche Gefangene 3, jetzt im Kino. Mir gefällt nicht, dass ich schon Leben verloren habe in diesem Level. Aber naja. Okay, war nicht so schlimm. Eigentlich war es doch schlimm. Hi, Machine. Also ich sag mal, falls wir Indien in diesem Stream nicht mehr schaffen, was durchaus möglich ist, dann, boah, wow, wie ewig wird dann die gesamte Challenge dauern. Sie macht ihrem Namen dann alle Ehre, das muss man sagen. Hier kann wirklich niemand mehr kommen und meinen, ist doch voll einfach. Dann sage ich einfach, ja gut, mach du's mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt keine, die man nehmen muss. Und wenn es welche gibt, die man nehmen muss, dann ist es wahrscheinlich möglich, mit vollem Leben dort anzukommen. Falls es irgendeine Stelle gibt, wo beides nicht zutrifft, dann muss ich mir da eine Sonderregel ausdenken. Nee, im Tauchschacht vom AX-Tech-Bergwerk kann man den Heilkristall umgehen. Ist auch in meiner alten, Entschuldigung, in meiner alten Tomb Raider 3 Challenge zu sehen. Da muss ich das ja schon mal machen. Und ja, AX-Tech wird das Schlimmste. Auf jeden Fall. Es ist theoretisch übrigens, also man könnte darüber streiten, dass das ein Glitch ist, den man benutzt, um diesen Kristall zu umgehen, weil Lara steckt so ein kleines bisschen in der Wand, aber lass uns diese Diskussion nicht anfangen, weil ich meine, es ist ja nur im Sinne der Challenge, es wird ja nichts einfacher dadurch, ganz im Gegenteil. Ja, nachher kommen wieder die tollen Sprünge. Oh Mann. Wenigstens war ich nicht wahnsinnig genug, um zu sagen, wir müssen das Spiel in einem Stück durchspielen, ja? Ja, Madubu-Schlucht wird mega geil. Genau. X-Tech hab ich schon mal ohne Medipacks geschafft. Genau. Der gute, alte, bekannte Schlangen vergiften einen nicht Glitch. Jetzt im Kino. Nein, das mache ich nicht. In einem Rutsch. Hallo? Ja, ja, okay, okay. Klar, der Trigger war direkt vor mir. Wie dämlich. Es gibt noch keinen angekündigten nächsten Glitch. Stream. Ich mach Glitches.
Es gibt noch keinen angekündigten nächsten Stream. All Hallows. Stimmt, theoretisch könnte man das auch noch machen in der Challenge, denn man sammelt ja sowieso alle Secrets. Ich weiß nur nicht, ob das cool ist. Einfach mal schauen. Ich gucke immer gerne Glitches auf Twitch, manchmal auch Bugs. Small break of a million minutes. Oh, bitte. Das Krasseste finde ich, dass ich gar nicht sauer bin, obwohl ich gerade eben alles, also ich war ja am Endgegner, bin gestorben, habe alles verloren. Oh, und ich bin noch nicht mal ausgerastet. Hey, das ist doch schon mal was. Ach man. Jo. Fluchtalarm heißt es gleich bei mir. Der Affe, ich bin so doof. Ja. Okay, gut. So doof war ich jetzt auch nicht. Ah, Tomb Raider 3 ist wirklich mein Lieblings-Tomb Raider. Ich glaube, zu anderen Tomb Raider-Teilen, also wenn die so schwer wären, würde ich diese Challenge niemals zu anderen Tomb Raider-Teilen machen. Oder lang, besser gesagt, weil Tomb Raider 2 zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass das das leichtere Spiel ist. Nein. Aber es ist kürzer. Zumindest wenn man es halt zu 100% macht, dann ist es viel, viel kürzer als Tomb Raider 3. Jeder der alten Tomb Raider Teile schwer, aber aus unterschiedlichen Gründen, ja. Das kann man so sagen. Ich hab ja eine ganze Zeit lang felsenfest auf der Meinung beharrt, dass Tomb Raider 1 nicht schwer ist. Stimmt auch weiterhin. Für die ersten 4 Level, aber scheiße, wird dieses Spiel danach schwer. Warum? Ich versuche heute durch Indien zu kommen, das reicht schon.
Du musst halt wissen, Stefan 688, ich war eben schon am Endboss von Indien. 10 Sekunden noch und dann hätte ich speichern können und wäre fertig für heute. Und dann hat der mich in Flammen gesetzt. Lul. Und deswegen dürfen wir das alles nochmal machen. Lol. Was mache ich denn hier? So. Ja, genau. Üble Rätsel. Denke aber, bei Tomb Raider 4 war es das. Also, die. Bitte sagt, dass die wieder aufgeht, die Tür. Also, obwohl die Gegner sind auch sehr nervig. Eigentlich ist jeder der alten Tomb Raider-Teile kack schwer. Selbst Tomb Raider 5. Hat dieses absurde letzte Level. Scheiße, ich war nicht an der Luft. Fuck. Nee, Tomb Raider 4 spielt. Warte, auf welchem? Mein Gott. Tomb Raider 4 spielt halt in Ägypten und in Kambodscha. Also im Grunde genommen zwei Kontinente. Daran habe ich gerade gedacht, ja. Smog. tschüss, Alice die Lira. Hoffentlich streame ich nicht mehr, wenn du wieder zurückkommst. Aber es kommt drauf an, wann du zurückkommst, aber... Wenn das jetzt irgendwie in 2 Stunden ist, dann hoffe ich natürlich, dass ich bis dahin durch bin. Zumal ich... Ich habe die gesammelt, ja. Zumal ich heute auch nur bis 21 Uhr Zeit hätte. Also, wie schon gesagt, wenn dieser Versuch jetzt nichts wird, könnte ich vielleicht noch einen weiteren Versuch machen, aber würde dann aufgeben für heute und es später nochmal probieren. Natürlich. Aber ich will heute durch Indien kommen. Und wenn ich einen mega langen Stream dafür machen muss. Ich werde spätestens im nächsten durch Indien kommen. Hoffentlich heute. Warum sollte die Jamaika-Koalition irgendetwas taggen? So. Okay. Der Emote ist echt der Beste. Kann man ihn nicht einfach bei jedem Witz machen, den ich bringe? Nein, vielleicht sollte man das nicht tun. Hä? Du warst schon offen? Ja, Tatsache. Okay. Ich bin bei Toni gestorben. Ich hab's geschafft, bei Toni zu sterben. Ja, bei Toni.
Das Problem bei Toni ist, dass ich husten muss. Nein, das Problem bei Toni ist, dass er halt diese Funken wirft und man nicht so wirklich eine Kontrolle darüber hat, wo die sich befinden. Manchmal hat man einfach Pech. Und dann brennt man. Das ist das RNG-Gate, durch das wir durch müssen. Angst. Es gibt dort kein Wasser. Das Wasser wird ja zu Lava, wenn der Bosskampf anfängt. Nicht anfeuern, bitte. Anfeuern ist vielleicht nicht so unbedingt das Wort, das ich nehmen würde. Der Osmose-Timeout ist jetzt übrigens günstiger als je zuvor zu haben. Ich sag's nur, ich erwähne es nur. Ach man. Dieser Tube. Knabbere Sache. Wir brennen auf deinen erneuten Kampf gegen Toni. Erst mal einen Schluck irischen Whisky. Hä? Wo habe ich Leben verloren? Wieso habe ich so wenig Leben übrig? Wieso habe ich nicht mitbekommen, dass ich so viel Leben verloren habe? Scheiße. Marco mit Indien durch ist, externe Flasche Sekt vielleicht. Weißt du, wo ich das ganze Leben verloren habe? Weil ich bin gerade echt überrascht. Also ich habe bei den Klingen was verloren, klar.
vor Betreten der Tempelruine. Aber danach weiß ich einfach nicht mehr, wo das herkommt, wo das hin ist. Zack. Heißt auf jeden Fall, ich muss jetzt bei den Shiva-Statuen. Beide besiegen. Nein, drei. Drei besiegen. Ohne nennenswert Schaden zu bekommen. Das wird nicht leicht. Das mache ich hier. Zack. Wir sind halt noch nicht mal beim Ganges, das nur kurz erwähnt. Ach Mann. Ich war so motiviert. Jetzt bin ich einfach nur wieder so. Boah. Es gibt auch noch Roulette. Aktuell ist es so, Roulette hat eine ziemlich hohe Gewinnchance. Dafür ist der Gewinn nicht so hoch. Es entspricht, glaube ich, dem Einsatz. Und die Slotmaschine hat halt gerade drei Smileys und man gewinnt
leider nur, wenn alle Emotes übereinstimmen. Kann man sich ja ausrechnen, die Gewinnchance ist 11%. Und deshalb ist das, was man gewinnt, glaube ich, auch viel, viel mehr. Das glaube ich nicht, sondern ich weiß es ja, weil ich habe es ja eingestellt. Genau, so sieht die Welt aus. Mann, war das knapp. Naja, Vincent, ich habe gesehen, dass ich immer weniger Abonnenten habe und dann dachte ich mir... Nein, Quatsch. Ich habe solche Challenges halt schon öfter gemacht und... dachte so, wäre doch cool. Nein, so war es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es war. Ist auch ohne Medipacks und nur mit Pistolen. Und ein Safe pro Kontinent. Dürfte ich Medipacks benutzen, dann wäre ich bei Tony eben nicht gestorben. Dann hätte ich mich halt geheilt, bis ich das in Fader-Artefakt nehme. Aber ich darf sie halt nicht benutzen. Was ich in diesem Moment besonders schade fand. Hallo Zidius, danke. ...2012. Hatte ich gerade angefangen, Leben zu verlieren? Nein. Nein, das kann nicht sein. Das ist meine letzte Challenge zu Tomb Raider 3, weil ich kann mir keine schwierigere vorstellen. So einfach ist es. Und sowas wie das gesamte Spiel ohne einen Tod durchzuspielen, das mache ich einfach nicht, weil da habe ich keine Lust drauf. Das macht, glaube ich, einfach keinen Spaß. Deshalb, ja, zu Tomb Raider 3 wahrscheinlich schon die letzte. Roulette hat, glaube ich, 10 Sekunden Cooldown. Hm. In 10 Jahren nochmal dieselbe. Oh, wie wär's mit... Nein. Mein erstes Tomb Raider Let's Play, oder mein erstes Let's Play zu Tomb Raider 3, ist ja jetzt tatsächlich fast schon 10 Jahre her. Na gut, es sind 8. Das kann man nicht wirklich. Longest Run in the World Record.
Oder einfach blind spielen. Den Dschungel blind, da kann ich mir sogar vorstellen, dass ich das hinbekomme. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Osmose donated 2 Euro und er schreibt, gern geschehen. Dankeschön, Osmose, für die liebe Donation. Ich war gerade verwundert, weil sie irgendwie nicht auftauchte. Dankeschön. Gern geschehen. Eigentlich muss ich dich dafür aus Timeout. Mann! Ich habe selbst nicht genug Punkte, um Osmose zu timeouten. Was ist da los? Ich persönlich, ich habe seit Jahren kein Fernsehen geguckt. Ich habe keine Ahnung, wer Tante Marianne ist. Außer natürlich, dass es eine Tante von dir, dann, na gut, dann muss sie ja nicht im Fernsehen gewesen, aber man muss ja nicht ins Fernsehen, um eine Tante zu sein. Bin mir nicht mehr sicher, ob es hilft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tante sein wollte, dann würde mir das Fernsehen nicht helfen. Aber warum sollte ich eine Tante sein? Gibt's auch auf YouTube, Marco, guck dir das bitte mal an, empfehle ich dir. Okay. Hab's gleich vergessen. Rise of the Tomb Raider habe ich schon. Ist auf dem Channel 2 Kanal zusammen mit Matterline.